Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Beholder. Ja, im letzten Part waren wir leider in einer Todesspirale gefangen, wie man es so nennen will. Jedenfalls kamen wir nicht weiter. Aber jetzt fangen wir wieder von vorne an und wir wissen ja, was wir machen müssen und ja. So, Jakob Manischek. Ach ja, das war ja er. Gucken wir einmal. Er ist nicht zu Hause. Das ist in Ordnung. Wir klopfen einfach mal. Hallo, jemand da? Nö, er ist auch nicht zu Hause. Jetzt warten wir mal kurz, dass die Herrschaften hier sich verziehen. Und dann klick, 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 klick. So. Also was ich auf jeden Fall weiß, ist erstmal die Tochter auf jeden Fall retten. Ne, damit wir die Tochter, weil das demoralisiert und macht unsere Familie auch ziemlich. Nein. So. Dann den Fernseher durchsuchen. Nichts. Gut. Achso, müssen wir die erst wieder kaufen? Ja, tatsächlich. Dann kaufe ich eine große. Also eine mittlere, besser gesagt. So. So. Suchen wir mal den Schreibtisch. Irgendwo müssen da die Sachen sein, die wir tolle Charaktereigenschaften neigt zur Strafe, zur Gewalt, der Terror. Auch nichts. Nö, nichts. Gut, dann rennen wir jetzt mal hier unten hin. Ja, hier bin ich. So. Jetzt rufen wir mal das Ministerium an. So. Die Nummer wählen. Eine Aufgabe berichtigen. Ihre Belohnung. 500 Euro und 50 Rufpunkte. Zum Beispiel verstöße Sie gegen Staatsordnungen. Spionieren Sie mit Hilfe der Überwachung. Ja, wir spionieren ihn jetzt mit Hilfe der Kameras aus. Gut. Bis dahin. Ach, er ist schon da. Bong. Okay, er raucht. Ich renne mal eine Runde mit unserem Karl. Ja. Guten Tag. Hallo. Bekannt machen. Bla bla bla. Konversation beenden. Ne? Der hat gerade an Drogen gedacht. Wir gehen schon mal hier unten hin. Und tada! Da zieht er sich Drogen rein. So, ein Bericht schreiben. Bericht schreiben über Jakob Maschneck, Apartment 2, Anordnung 639 von. So, oder? Da ist er. Nee. So. So, jetzt kommen gleich unsere Freunde, die Polizei. Da, schon wieder. Mehrfacher Drogenmissbrauch. Dann. Pam. So, ich werde auch so schnell nicht die Wohnung da oben renovieren. Ich werde jetzt erstmal die 3 lassen. So. Bam. Ach ja, wir müssen das Ministerium hinterher nochmal anrufen, wir haben eine Aufgabe jetzt beendet. Möchten Sie? Sammeln Sie Mieterdaten? Blablabla. Geh nichts. Okay, wir müssen warten. Neue Anhaltung. Alle Äpfel müssen vernichtet werden. Es ist illegal, sie zu lagern und zu konsumieren. Was? Was sind das für sinnfreie. Ich kapiere es selbst. Was soll denn am Apfelverzehr illegal sein? Ich trinke mal so ein bisschen Schlückchen, weil wir müssen ja sowieso auf den Herrn hier warten. Und bevor ich die Wohnung jetzt die gleich nochmal neu vermiete, werde ich da noch eine weitere Kamera einpacken. So. Die muss sowieso renoviert werden.
So, jetzt müssen wir erstmal das Ministerium anrufen. Ah nee, wir müssen das reparieren. So. Ja, muss ich das jetzt? Ich muss das jetzt schon machen. Schade. Da. Wir nehmen diesmal als erstes den Herrn Schiffer. So, anrufen. Die Nummer wählen. Aufgabe berichten. Ja, Blutung. So. Sie sind gerade das hier losgeworden. So, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir Infos. Na. Verstecktes Wunden. Ich muss Mietern über Dings sprechen. Vertrauen und Fürsorge. Also ich sollte mit ihr sprechen. Gut. Wir sollen mit der Familie sprechen und Infos über. Schatz. Was kann? Über die Arbeit sprechen. Vertrauen, meine Liebe. So, heimische Probleme. Ach, jetzt geht's um den Kochtopf, den wir finden müssen. Da wissen wir ja, von wem wir den bekommen. So, die Ehefrau. Tochter schläft. So. Dann gucken wir nochmal, was für ein Brief hier drin ist. Das wird wahrscheinlich wieder die Zeitung sein. Ja. So, ich würde sehr gerne. So, aber ich habe schon eine Idee. Wir kaufen schon mal Kameras. So, ich kaufe jetzt zwei große. Ich bin mal so gierig. So, ja, so gierig. Ah, guck mal hier. Ah, nee, ja, seine Frau lebt ja noch da, ne? Darf ich nicht vergessen. Seine Frau lebt ja noch da. So. Gut, er kommt raus. Sehr schön. Geh du mal. So, sehr schön. Aufschließen. Ich werde erstmal alle Wohnungen schon mal verkabeln. So, eine Kamera am Eingang und dann werde ich noch die andere am Bett da fertig machen. So, und eine am Bett. So, perfecto mundo. Okay, jetzt muss ich. Ich muss ja noch mit den Leuten hier sprechen. Warte! Ich muss ja über Karl Schimmer, muss ich ja. Hallo! Bekannt machen. Blablabla, haben wir schon mal. Na, Klaus Schimmer fragen. Ne, Frau Schimmer. Stopp! Habe ich das jetzt überhaupt schon übernommen? Über Schimmer? Ja, ich hatte Wein übernommen. So, Kochtopf fragen. Mein Leben, wir brauchen einen großen. Oh Gott. Dann nicht. Siehst du das mit dem Kochtopf? Kennenlernen. Ich bin Karl. Nach dem Mann fragen. Gut, stopp! Man, hol doch nicht mehr ab. So, nach Kochtopf fragen. Ich habe ein Passier, bitteschön. Ich danke Ihnen. So, wo ist unsere Frau da? Ich wollte erstmal mit Patrick Stein reden. Patrick! Patrick! Sohn! Du da! Ja, Vater? Musst du etwas? Ja, ich habe Probleme. Die Bücher kriegen wir ja von dem Ehemann, glaube ich, ne? Über den Topf sprechen, Kochtopf. Sprach er nicht so gut. Letztes Mal war er total westlich. Also, ich will Zucker noch Äpfel haben. Und gut. Zuckerkarte. Es gibt Zuckerkarte. Hey, Schatz. Verlorenes Spielzeug. Das ist die Puppe, ne? Wo haben wir die letztes Mal gefunden? So, wir müssen Herrn schon mal fragen, mit den Büchern. Ne, ist nur Uhr. Wo war denn nochmal ihre Puppe drin, ne? Ja, ich habe mich diesmal daran gemacht, dass ich die Familie auch so ein bisschen an erste Stelle stelle, weil unsere Tochter ist letztes Mal leider verstorben. Alter, wo ist denn ihre Puppe? Hallo, Püppchen, wo bist du? Da ist sie. Nehmen. So, kleines. Hier, Puppe. So, sehr schön. So, was wollen Sie? Bekannt machen. Blablabla. So, Ben. So, Herr Schimmer. Nach Bücher fragen. Probleme. Wir nehmen jetzt die Meinung teilen. So, sehr schön. Jetzt haben wir auch die Bücher für Sohnemann. Nö, mehr brauche ich von dir nicht wissen. Wo Sohnemann? So, nun, man ist natürlich wieder abgehauen. Aber ich kaufe schon mal eine Kamera jetzt. Eine. Ja, eine können wir uns kaufen.
Weil die hauen gerade alle ab. Also beziehungsweise das alte Ehepaar hier oben ist gerade abgehauen. Klopf, 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 klopf. Hallo? Zumindest guck mal, sie ist da und der alte ist auch weg. Perfekto Mundo. So. Tür aufschließen. Ach, hier ist unser Hehler. So, dabei installieren wir jetzt mal die Kamera. So. Wunderbärchen. So, hatten die hier nicht Äpfel letztes Mal, weil die verboten sind? Was willst du? Ein Sonderangebot. Ich habe eine Dosenfisch, dann werde ich großzügig bezahlen. Zustimmen. Abgemacht, ich werde versuchen, alle Konserven zu verkaufen. Wunderbar. Hier ist eine Kiste mit 50 Dosen. Der Großhandelspreis pro Dose liegt bei 50 Euro. Auf dem Markt können sie jeweils für 100 Euro verkaufen. Deshalb kostet die Kiste 3000 Euro. Sie geben mir 3000 und dann verkaufen sie sie. Wenn sie mehr als 3000 Euro bekommen, gehört der Rest ihnen. Haben sie großzügig bemerkt? Okay. Dialog beenden. Alles klar, wir können... Wir können jetzt Dosen verkaufen. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... So, hier. Erstmal... Ich weiß nicht, irgendwo hier letztes Äpfel gesehen. Äpfel sind ja verboten. So. Ein Klavier, das wär's. Klavieräpfel. So, Frau geht auch. So, spielt gerne Schach. Wir müssen ja so ein Profil hier anlegen. Kaffee. So. Ich muss mal gucken, ob die nach Hause kommen. Nicht, dass ich hier drinnen bin, während die... Und? Oh Mist, Frau Schimmer ist da. Ja, aber wir können den Alten jetzt schon mal nach Dings fragen. Was ist die Verantwortung? Es ist illegal, Bücher von Paul Williams zu lesen oder zu besitzen. So, bekannt machen. Blablabla. So, Klaus Schimmer. Eine vage Antwort gegeben. Fragen, was ihm passiert ist. Was möchten Sie? Über die Konserven sprechen. Brauchen Sie eventuell... Bei meiner Großmutter, sie arbeitet im Speisesaal. Nee, ja, das brauchen wir ja nicht. Gut. Ich muss mit ihrer, mit seiner Frau reden. So, Dialog beenden, Gott. Wo ist Sohnemann? Sohnemann, Sohnemann, Sohnemann. Mist! Hab ich den schon wieder verpasst? Käse. Oh, was haben wir denn hier? Ja, ja, ich weiß doch schon. So, hier, sie muss ich ansprechen. Rosa! Rosa, warte mal! Rosa! Rosa! Verdammt! So, nach Konserven fragen. 40 für 4000. Natürlich, aber wir haben nur ganz schlechte. Nur Quark und Wasser. Heißt einen Absatz finden. Das reicht für 30 Schüsseln Suppe. Wenn wir sie auch noch Heringen zugeben, bekämen wir 60 Schüsseln haben. So, sie kommen genau richtig, mein Lieber. Wir haben nichts mehr zu essen. Geben Sie mir die Dosen, dann besorge ich das Geld von meinem Chef und bringe es Ihnen. Was ist das denn für... Guck doch, was... Hat die uns über das Ohr gehauen? Ey, Alte. Weil es weiter ist. Mein Mann wird Ihnen das Geld geben. Machen Sie sich keine Sorgen. Alter. Alter, ich trau der nicht. Ich trau der dazu gar nicht. Hier. Ich mach doch irgendwas. So, wir haben wieder Ruf. Das heißt, wir können nochmal Kameras kaufen. So. Ach, jetzt kommt Schimmer auch schon wieder nach Hause. Ey, Schimmer, wie geht's dir? So. Das ist unsere Tochter ist da. Hier ist er. Stopp. So, Herr Vater. So, hier habe ich deine Bücher. Nimm sie und fertig. So, alter Mann. Familienmensch. Yay. Was möchten Sie vom Archivar? Nach Frau fragen. Sie liebt es, Brötchen gut riechen. So. Alte. Okay, dann warten wir einfach jetzt mal. So.
So, ich denke mal, wir schreiben ein Profil über Herrn Klaus Schimmer. Profil erstellen. So, Herr Klaus Schimmer wohnt, der wohnt in 1, ne? Ja. Männlich, Familienstand, wohnt mit Maria Schimmer, Beruf, Tabakverkäufer, so, bing, 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 senden. So, sehr schön. Wir haben eine neue Anordnung der Regierung. So, das Dingministerium ist verboten, ja. Gut. Rufen Sie das Ministerium an. Gut, wir rufen das Ministerium an. Und Ministerium? Die Nummer wählen. Mal die Nummer wählen. So, seit Wandeln, Zwangs. Stimmt, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, dass der Alte aus seinem Haus kommt. So, wir klopfen jetzt erstmal bei unserem Matrosen an. Und sagen ihm, was mit dem Geld ist. So. Ey, Alter, komm raus hier. Ich komm hier schön. So. Der Zwang zu räumen. Ja, das werde ich schon finden. Ich denke mir, das ist ja was mit den Äpfeln. Also, sie sind noch verboten. Glaube ich zumindest. Also, letztes Mal hat er Äpfel gehabt. So, ey, Alter. Jo, was geht? Ich muss mal mit dir reden. Wenn ich denn mit dir mal reden darf. So. Was wollen Sie? Über so einen Schmerz. Bringst du mir das Geld, dann unterhalten wir uns. Gut. Ich bringe dir das Geld irgendwann. Ist der Healer da? Nee. Weil wir haben genug Kohle, haben wir jetzt. Das ist schön. Und auch Ruf haben wir. Guck mal, ich kaufe eine große nochmal. Dam, 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 dam. Ich will jetzt auch mal eine in die Waschküche. Warte mal, hier. Die schlafen so. Geht das nicht? Oh. Da ist gerade eine Quest aufgegangen. Hinter oben. Was macht der da? Ich sehe das. Mist, was hat er da gerade gemacht? Beobachte dich, Alter. Aber dieses Böng. Oh. So, wollen wir gleich erstmal bei den Schimmers eine Kamera anbringen. Warum kann man nicht in der Waschküche hier eine Kamera anbringen? So. So, Familie geht auch zum Essen. So. Ich sehe euch. Ah. Oh, ist das bei dir verboten? Nö. Da war einfach so gerade so ein Dingszeichen hier, das ist schon. So ein böses Zeichen. Oh. Lolo. Oh, ist das Wetter schön. Hab nicht geguckt, nein. So, hallo. Fragen, was er braucht. Gelangen Sie es mir gerade aus, Karl. Wurden Sie überhaupt von mir auszuspielen? So. Klaus, ich komme gleich zum Punkt. Ich habe ihn aufgehalten. Sie, also warte. Was? Die wollten mich aus meinem Haus vertreiben? Das ist undenkbar. Wenn ich nur könnte, würde ich dieses schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen haben. Meine Probleme sollten Sie nicht plagen. Danke für die Warnung. Was werden Sie tun? Hilfe anbieten. Ich möchte Ihnen helfen. Warum verlassen Sie nicht die Stadt? Das ist verdächtig, Karl. Warum sollten Sie sich um mich kümmern? Ich frage nicht aus Neugier, sondern um Ihnen zu helfen. Ich werde dafür gesucht. Schwer zu glauben, dass jemand sich für meine Probleme interessiert. Ich wurde vom Tag lang geschickt zu diesem kleinen Holzstand im schlimmsten Viertel nahe dem Fischmarkt. Sie haben mir mein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Ohne das sitze ich hier fest. Verstehen Sie? Das ist eine. Sie sollten solche Dinge wissen, Karl. Das ist ein Dokument, das Sie für Ihren Eintritt in die strategische Einrichtung oder zum Verlassen der Stadt benötigen. Bahnhöfe, Häfen und Straßen mit Kontrollbrücken sind für mich geschlossen. Gott, warum nehmen Sie es nicht? Sie würden mir nicht glauben. Ich habe eine Antwort vom Ministerium erhalten. Die Dokumente sind an das Archiv für Datenaktualisierung gesendet worden. Sie sagten, ich kann sie dort erhalten. Ich war in den Archiven. Sie sagten, es gäbe keine Dokumente mehr. Ich habe eine Woche angestanden, um einen Inspektor zu sprechen und einen Auffindungsantrag einzureichen. 2 Monate später wurde mir mitgeteilt, ich hätte das falsche Formular für den Antrag angewendet. Das ich benötige, war vergriffen. Verdammt! Sie meinen, die Dokumente sind in den Archiven verloren gegangen? Ja, die Dokumente sind im Archiv. Sie sagen, es ist eine Mache, um Besucher zu Weißglut zu bringen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz oder ist oder nicht. Die Verteidigungsministerium hat saubere Hände. Wir können nichts gegen die Archive tun. Ah. Warte, was ist das Abwesenheitszertifikat? Da können wir doch mit Opi reden. Opi! Oh, was ist mit los, Anna?
Schokosüßigkeiten. Ah, das ist das, wo wir Bonbons kaufen sollen. So, gut, da sollen wir jetzt ja Bonbons kaufen. Beziehungsweise Schokolade. Ne? So, das ist die von einem Händler kaufen, sie meiner Frau geben. Die verdient einen Leckerbissen. Hey, genau. Unsere Frau verdient das Beste. Bücher! Böse. Ah, hier ist der Alte. So. Opa, erstmal will ich mein Geld und zweitens will ich so eine Frau fragen. Ich habe mir nichts mehr zu sagen. Stopp, dann hier. Ich möchte versprechen, aber sie im Archiv. Ja, das heißt das für sie. Sie wissen sogar gar nicht ohne mich. Ich brauche Ihre Hilfe. Auf ehrliche Art und Weise bekommt man keine Dokumente vom Archiv. Von wem sprechen Sie? Die Dokumente von guten Menschen werden nicht ins Archiv gebracht. Binden Sie mir kein Wehren auf. Ich spreche über Schimmer von Planet. Ich mag ihn nicht. Er arbeitet in einem Tabakladen, aber er gibt mir nie gratis Tabak. Er benimmt sich so und ist unhöflich, weil er Angst hat. Helfen Sie mir. Bringen Sie mir ein Abwesenheitsurkunde. Sie können ohne nicht leben, verstehen Sie? Abgemacht, aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Ich werde es nicht schaffen, Zugriff auf konfiszierte Dokumente zu bekommen. Gut, dann gehen wir doch gleich erstmal einkaufen hier. Hey Kumpel. So, ja, ich brauche erstmal handeln. Sehen Sie sich um. Gut, ich brauche eine Flasche Whisky und was war das noch? Schokolade. So. Gut. So, da der Alte jetzt aber gerade abzieht. So, und die Alte ist auch weg. Also jetzt seine. So. Einmal klopfen. Also ich klopfe immer zur Sicherheit, ey. Das ist mir zu riskant, in eine Wohnung reinzugehen, ohne vorher zu klopfen und zu gucken. Oh, der Schimmer freundet sich gerade mit unserer Tochter an. Eine Nachricht erhalten. Ich will nicht so doofe Zeitung lesen. So. Eine. So. Einmal die dreifache Kamera. Zack. Wunderbar. So, gut. Ich werde jetzt erstmal mit meiner Frau sprechen gehen. Hey, Schatz. So, wollen wir uns mit Martha sprechen. Wow, womit bist du jetzt wieder zufrieden? Ich habe dich nur gebeten, etwas Schokolade für unsere Kleine zu kaufen. Ich habe nicht einmal noch ein Stück parfümierte Seite für mich gebeten. Ist in Ordnung, ich werde Bonbons kaufen. Hoffentlich, ein Kind braucht keinen Zwieback essen. Kauf sie und bring sie mir dann, aber gib mir sie nicht Data. Jetzt habe ich Schokolade umsonst gekauft, oder was? Leckt mich doch an den Füßen. So, hi. Handeln, gib mir Bonbons. So, kaufen. Äpfel waren auch verboten, ne? Weiß ich ja, wie ich den Seemann hier loswerde. Geht er jetzt arbeiten? Lalalala. So. Rein hier! So. Ich mache nichts Böses. Ich verstecke nur diesen Apfel da drin. Tada! So. Gehen wir mal zur Frau. Frau! Ich komme an Frau nicht ran. So. Frau! Hallo! So. Was, Karl? Bonbons sprechen? Warum bist du jetzt wieder zufrieden? Ich habe Bonbons gekauft, aber gab es keine Seife. Karl, du hast Bonbons gekauft? Danke, ich bin derzeit furchtbar besorgt. Wenn ich meine Augen schließe, dann kann ich diese Bullen bereits im vorherigen Gebäudehausmeister abführen sehen. Der Gedanke daran, dass du an diesem Ort bist, bricht mir das Herz. Anna, lösche diese Gedanken aus deinem Gedächtnis. Ich komme schon klar. Sie machen keine Scherze, oder? Ich werde die Arbeit gut machen. Ich war so genau. So Leute, wir beenden aber die Folge mal für heute. Und bei der nächsten Folge gucken wir da mal, wie unser Matrosenfreund aus dem Haus gerissen wird. Also, bis dann. Ciao.